Wir haben aufgerüstet. Wie Sie sehen, bin ich ausgestattet mit einem Mikrofon und ich hoffe, Sie hören uns zukünftig besser. Ich sitze hier vor Siebdrucken der Künstlerin Karin Wurlitzer. Sie ist jetzt nicht nur Grafikerin, sondern auch Malerin. Ein bisschen habe ich mich gemeldet, weil es ist eine meiner Lieblingstechniken, Drucktechniken. Der Siebdruck ist ein Durchdruckverfahren, bestehend aus mehreren Schichten und mehreren Sieben natürlich. Und das bedeutet, die Reihenfolge des Siebes, was ich verwende oder welche Farbe ich durch das Sieb mit dem Rakel streiche, das muss ich mir vorher genau überlegen. Hier sehen wir zum Beispiel eine Situation, Straßenzüge, man denkt tatsächlich, der Wind weht hindurch, der kühle Wind hier, wie im Winter die leerstehenden Küstenstädte, Usedom, Binz und so weiter, die man ja vom Hörensagen auf jeden Fall kennt. Das ist eines meiner Lieblingsszenen, dieser etwas verschrobene Kiosk am Strand. Ja, es ist wirklich mit Licht und Schatten dargestellt, verfälschte Farben, aber man weiß genau, wo man sich befindet. Bei diesem Print, bei dieser Siebdruckauflage habe ich fast das Gefühl, ich kann dreidimensional einsehen durch die Schichtung der Farben. Sie liegen, das sieht man hier, sie liegen wirklich aufeinander. Das macht es vielleicht auch so speziell. Sie werden nicht in der gleichen Zeit gedruckt wie beim Offset, Punkt für Punkt. Hier werden wirklich Flächen gedruckt. Was man auch nicht vergessen darf, diese zeichnerischen Linien, fast wie Kohle oder wie ein Holzschnitt wirkend, die müssen natürlich ganz abschließend draufgesetzt werden. Die geben nachher noch die Kontur und die Tiefe. All das können Sie sehen demnächst in unserem neuen Selectum-Shop, Stilhaus-Selectum, auf Affordable Art. Da haben wir gerade aufgerüstet, ähnlich wie mit dem Mikrofon, und Sie werden dort sehr schöne lichte Abbildungen unserer Werke der verschiedensten Künstler sehen.